Hallo liebe Löwenzahn-Fans, heute blicken wir wieder hinter die Kulissen und präsentieren euch einen Löwenzahn-Regisseur, und zwar Wolfgang Eisler. Hallo, lieber Wolfgang. Hallo. Für unsere jüngeren Besucher, könntest du dich kurz vorstellen und uns einfach mal erzählen, was du bei Löwenzahn machst? Genau, ich bin Wolfgang Eisler, ich bin einer von mehreren Löwenzahn-Regisseuren, die Bücher realisieren, zu Sendungen machen, die man dann später im Fernsehen und im Internet anschauen kann. Wolfgang, du bist seit fast den Anfängen mit Fritz Fuchs dabei. Wie kam es dazu, dass du für Löwenzahn arbeitest? Ich habe tatsächlich die letzten Folgen der ersten Staffel gemacht als Regisseur und wurde gefragt von einem früheren RBB-Redakteur, der inzwischen aber für die Firma, die das produziert, die Löwenzahn produziert, seit sehr vielen Jahrzehnten gearbeitet hat. Ich hatte kurz vorher meinen ersten Kinofilm gemacht, Berliner Meer, und wollte ungern jetzt in einer anderen Position arbeiten als Regisseur. Und dann bin ich zu besagtem ehemaligen Redakteur, mit dem ich schon mal was gedreht hatte, habe ihn gefragt, ob er einen Job hat. Und er hat tatsächlich direkt beim ZDF angefragt, weil die dieses neue Löwenzahn etwas modernisieren, verjüngen wollten, die Schnittfrequenz ein bisschen erhöhen wollten, modernere Elemente, Gestaltungselemente reinbringen wollten. Und da hatte ich einfach Glück, im richtigen Moment die richtige Türklinke zu putzen, und war wahnsinnig glücklich, dass ich da gefragt wurde und diesen Job gekriegt habe und neben etlichen älteren, sehr gestandenen Löwenzahn-Regiegrößen auch mein Glück versuchen durfte. Wolfgang, wie sieht denn ein Drehtag für dich aus, vom Aufstehen her bis zum eigentlichen Dreh? Das geht ziemlich früh los. Man wird sehr früh abgeholt, meistens zwischen 6 und 7. Es kann auch mal ein bisschen später losgehen oder ein bisschen früher. Und dann werden die verschiedenen Leute eingesammelt. Oft werden auch Schauspieler für Tagesrollen mit in den Bus gepackt, in dem man auch schon selbst sitzt, oder sitzen schon Schauspieler drin, mit denen man sich dann kurz über das Pensum unterhält oder über die Thematik oder überhaupt über das Format, weil viele kennen das natürlich nur aus ihrer Kindheit und wissen nicht, was wir jetzt eigentlich machen, oder vielleicht haben sie auch Kinder und haben mit ihren Kindern das mal erfahren können. Dann sind wir irgendwann am Set angekommen. Ich habe noch mal kurz den Fahrer gezwungen, das Radio auszumachen, damit ich 20 Minuten in Ruhe noch mal die Szenen durchgehen konnte und gegebenenfalls mit der Regieassistenz, die auch im Bus sitzt, klären kann, was zuerst gemacht werden muss. Und dann geht man den Plan für den Tag durch. Also man hat so einen genauen Plan, welche Szenen gedreht werden, weil das natürlich oft, je nach Drehort, wo man ist, nicht in chronologischer Reihenfolge stattfindet, sondern in einer Reihenfolge, die kaufmännisch am meisten Sinn macht. Genau. Und dann ist meine Hauptaufgabe die Arbeit mit den Schauspielern, mit dem Hauptdarsteller Guido, mit dem Hund und der Hundetrainerin, mit den ganzen Teammitgliedern, weil unterm Strich bin ich dafür verantwortlich, dass die Geschichte so erzählt wird, wie sie am besten erzählt werden soll. Jedenfalls so, wie ich sie verstehe, oder auch wie sie erzählt werden soll, wie der Autor oder die Redaktion sich das wünschen. Und dann setzt man dieses Rezept einfach im Laufe des Tages so um, dass in der Kamera was hängen bleibt, was dann später, wenn man es im Schnitt zusammenschnipselt, eine fortlaufende Geschichte gibt, die Sinn ergibt, wenn man die im Fernsehen oder im Internet anschaut. Gut, danke. So, wie wir wissen, gibt es ja bei Löwenzahn die Themenkonferenzen, wo halt die Themen für die aktuelle Staffel besprochen werden. Und es gibt ja 3 oder 4 Regisseure. Und wie ist das? Sucht ihr euch die Folgen, die ihr machen möchtet, selbst aus oder werden die euch zugeteilt? Die Themen der Folgen werden uns zugeteilt, jedenfalls mir. Ich weiß nicht, ob andere Regisseure da
mehr Einfluss darauf haben. Ich kriege immer die Themen, die mit Schimmelpilzen, mit Fäkalien, Kot oder Ratten zu tun haben. Und vielleicht denkt sich da jemand was dabei. Ich möchte jetzt niemandem was unterstellen. Wie gehst du vor, wenn du ein neues Drehbuch bekommst? Also zuerst lese ich das Drehbuch natürlich sehr aufmerksam, sehr ausführlich. Ich lese es auch öfter. Dann gibt es ja verschiedene Besprechungen, wo Sachen geklärt werden in Bezug auf, wie eine Figur vielleicht auszusehen hat, was sie für Kleidung tragen soll. Häufig ist es ja bei Löwenzahn so, dass Nebenfiguren ein einziges Mal in der Folge auftauchen und dann auch nur in 3 Minuten Filmgeschichte jetzt. Und in dieser Zeit muss man ja erklären, was das für eine Figur ist. Also es ist ein bisschen manchmal scherenschnittartig, was aber natürlich auch Spaß machen kann für Kinder. Also mir persönlich macht das jedenfalls Spaß. Die Umsetzung bei Löwenzahn im Gegensatz zu anderen Drehbüchern ist ungewöhnlich im Sinne von, es gibt ja die meisten Hauptdrehorte schon fertig. Also der Bauwagen ist immer der Bauwagen, das Bütchen ist immer das Bütchen und die habe ich schon im Kopf, wenn ich das lese. Und dann steht nicht immer genau drin, wo die Szene am Bauwagen spielt, sondern es steht mal drin, innen oder außen. Und dann kann ich mir selbst später dann im Zusammenspiel mit den Schauspielern beim Inszenieren direkt am Drehtag Dinge ausdenken, die vielleicht gar nicht im Drehbuch stehen, um was klarer zu erzählen, zu verdeutlichen, thematisch oder auch einfach mal Blödsinn zu machen. Zum Beispiel bei der Folge Wunder des Lebens, da steht natürlich nicht im Drehbuch, dass er am Anfang auf dem Dach sitzt und dass er diesen kleinen, was ist das, dieses Drehteil, dieses rote Buggy, nennt man das so? Auf jeden Fall dieses Kinderdrehteil, wo er die Sirene draufschraubt, die schmeißt er ja dann runter, dann springt er an die Stange, rutscht runter und fängt das wieder auf. Das haben wir uns am Morgen des Drehtages ausgedacht, weil wir irgendwie einen etwas spannenderen, anarchischeren Zugang zur Geschichte haben wollten, damit es nicht so tröge wird. Er schraubt da einfach nur diese so. Und im Idealfall, für mich persönlich, funktioniert ein Drehbuch, ein gutes Drehbuch für mich, wie ein Sprungbrett, von dem aus ich eigene Ideen dann da drauf packen kann oder meine Ideen da abheben kann. Wenn ein Drehbuch manchmal schon zu gut und zu perfekt und zu rund war, dann habe ich gemerkt, dass man dann, wenn man selbst sich einbringen will, fast die Lust daran verliert, weil man gar nicht weiß, was man da noch Eigenes einbringen kann. Hört sich jetzt komisch an, ist aber so. beantwortet das die Frage schon? Ja. Oder kann ich noch, was kann ich noch erzählen? Nö, im Großen und Ganzen. Also im Großen und Ganzen ist es einfach wichtig, dass man die Geschichte versteht, die man im Buch liest und versteht, worum es geht, welches Problem hat die Hauptfigur, rein dramaturgisch gesprochen jetzt, wie verpacke ich die Geschichte so, dass es packend und spannend für die Zuschauer bleibt, er dran bleibt an der Geschichte und ich trotzdem das Thema nicht verliere. Weil Löwenzahn ist ja auch so ein spezielles Format, wo ich dann nebenher noch, während ich einen Juwelendieb fange, erklärt bekomme, wie die Kanalisation von den alten Römern bis in die Zukunft ausgesehen hat und aussehen wird. Ja. Und bei all dem muss ich natürlich, das ist meine Hauptaufgabe als Regisseur, die Geschichte nicht aus den Augen verlieren. Gut, dankeschön. Mit der Folge Leben und Sterben und der Wunder des Lebens hattest du jetzt gleich 2 schwere Themen. Waren die Folgen schwieriger umzusetzen? Sagen wir mal so, im Vorfeld gab es mehr Diskussionen, weil das natürlich Themen sind, die für Löwenzahn sehr speziell sind. Die so ein bisschen den Rahmen dessen, was man normalerweise macht, gesprengt haben. Und man sich auch unsicher war, wie verpackt man das kindgerecht für die Zuschauer, damit diese Themen ankommen. Und da gab es sehr unterschiedliche Ansätze und Ideen und Einstellungen. Und letztendlich macht
das Buch an sich, wenn es gut geschrieben ist, natürlich keinen Unterschied, weil die Geschichte muss in 18 Minuten Spielhandlung einfach trotzdem einen runden Bogen ergeben für die Figur, für das Problem, was Fritz Fuchs zu lösen hat. Und da macht es keinen Unterschied, was für ein Thema das ist, weil die Figur oder der Regisseur, während er inszeniert, denkt sich ja nicht, wenn Fritz Fuchs die Bauwagentreppe runterkommt, oh mein Gott, jetzt haben wir das Thema. Also der geht ja genau gleich die Bauwagentreppe runter, ob das jetzt das Thema Schimmelpilz ist oder das Thema Tod oder das Thema Universum für die Geschichte, die er dann transportiert. Das heißt, in der Inszenierung ist es letztendlich genau die gleiche handwerkliche Arbeit. Und die große Schwierigkeit bei diesen Themen ist, glaube ich, liegt eher in der Bucharbeit. So. Ist ein bisschen kühler geworden. Noch ganz schön frisch. Seit dem Start von Löwenzahn ist nicht nur mit Fritz etwas Verjüngung eingetreten, sondern auch optisch wurde die Sendung etwas beschleunigt mit diversen Bild-in-Bild-Sachen und du weißt das, wie man das nennt. Ist es dadurch vereinfacher, die Geschichte zu erzählen, wenn du so ein Stilmittel benutzt? Oder gibt es da auch Richtlinien, dass du das nicht zu oft benutzen darfst in einer Folge? Um auf die letzte Frage zurückzukommen, es gibt keine Richtlinien in dem Sinne, dass einem was vorgeschrieben wird. Es gibt Wünsche und ich nehme an, dass die Verantwortlichen im Sender, die Redaktion, die Regisseure auch danach auswählt, welche Bildsprache sie benutzen und wie sie eine Geschichte erzählen. Und dementsprechend, das, was ich vorhin gesagt hatte, als ich mich da vorgestellt habe, wollte Mainz natürlich Arbeitsproben von mir haben, um zu gucken, was ich gemacht habe und um eine Vorstellung davon zu kriegen, in welche Richtung die Reise gehen könnte. Effekte macht man ja nicht einfach, weil man jetzt Effekte machen will, sondern entweder, weil sie helfen, die Geschichte unterstützend zu erzählen, spannender zu machen oder schneller oder ansehnlicher im Sinne von, dass es mir Spaß macht zuzugucken. Also mir persönlich macht sowas Spaß. Also Effekte benutzt man natürlich nur, wenn sie der Geschichte dienen. Ja. Und das kann, jetzt weiß ich wieder, worum es geht, weil du gefragt hast, ob es das einfacher macht beim Drehen. Das macht das natürlich überhaupt nicht einfacher. Im Gegenteil, fast jeder Effekt braucht ein Mehrfaches an Zeit, als wenn ich das 0815-Programm jetzt mache. Das fängt schon an, wenn ich jetzt einen Dialog zwischen dir und mir, also zwischen dem Nachbarn und Fritz Fuchs, in einer Einstellung in einer Zweier erzähle, dann brauche ich dafür 10 Minuten. Wenn ich noch einen Schnitt, einen Gegenschnitt mache, dann brauche ich plötzlich eine halbe Stunde. Wenn ich jetzt eine Schiene lege und mit dem Dolly darauf zufahre, dann brauche ich plötzlich eine Stunde für die gleiche Szene. Und diese Zeit fehlt mir natürlich bei anderen Szenen. Und ich habe ja nur ein bestimmtes Zeitpensum, sonst reißt mir der Verantwortliche bei der Produktion den Kopf ab abends und verfüttert ihn an Keks. Ja, so ist es. Das heißt, ich kann natürlich nicht beliebig irgendwie sowas machen, sondern ich muss das schon mir aussuchen, wann und letztendlich natürlich auch in allererster Linie zuerst mal, ob das Sinn macht für die Geschichte. Ich habe irgendwann mal eingeführt, dass es so eine Vertigo-Zufahrt gibt bei Paschulke. Ja. Interessant aus. Interessant. Sagen Sie mir lieber, was das ist. Diese dunklen Flecken, die sehen irgendwie aus wie Schimmel. Schimmel? Bei mir? Na, hören Sie mal. Weil der immer diese Momente hat. Ke-
Killer-Ameise! Ja, wenn er, wenn er. Und dann gibt es diesen berühmten Hitchcock-Vertigo-Effekt und der hat sich irgendwie verselbstständigt, weil den dann auch andere Regisseure übernommen haben. Und das so ein Stilmittel geworden ist, was man jetzt fast machen muss. Also ich meine, die Kameraleute, die sind schon immer so, die haben keine Lust mehr darauf, wenn ich aufs Drehbuch deute und schreibe, Vertigo! Aber ich persönlich mag sowas, bei so einem Format, so ein Wiedererkennungseffekt. Und ich finde das auch für den Nachbarn toll. Und für Paschulke, wenn er immer diesen, oh mein Gott, Killerameisen hat, jeder weiß eigentlich schon, das ist jetzt wieder was, was in seinem Kopf irgendwie rumspinnt. Aber dadurch, dass das eine gleichzeitige Dolly-Zufahrt und ein Rückzoom oder ein Ranzoom und eine Dolly-Rückfahrt ist, ist es technisch sehr schwierig herzustellen, weil es ganz häufig wackelt oder Unschärfen gibt und das wirklich immer so ein Wabonspiel ist, ob der Satz des Schauspielers gleichzeitig mit der Fahrt, dem Beginn oder dem Ende der Fahrt stattfindet. Und das heißt, man muss das ein paar Mal üben und dann 5, 6, 7, 8 Mal drehen, bis man dann ein einziges Mal das hat, dass das funktioniert einigermaßen. Und, das für ein einziges Wort meistens. Und das kostet dann gerne mal 40 Minuten. Und wenn es blöd läuft, weil zwischendurch noch irgendwie ein Schauer runtergeht oder so. Und das muss man sich natürlich überlegen, weil diese Zeit geht von anderen vielleicht wichtigeren Momenten, wo es um Emotionalität geht oder Fritz irgendwie was Spannendes uns erzählt, verloren. So, jetzt kommen wir für alle Keksfans auf eine Keksfrage. Und zwar, also ich persönlich mag es ja, wenn Keks aktiv in die Handlung eingebunden ist und nicht nur mal kurz bellt und gestreichelt wird. Obwohl er ja ein sehr gut trainierter Hund ist, wie wir wissen, ist es doch sicher nicht gerade einfach, dann Keks einzubinden in der größeren Szene, oder? Naja, das kostet auch wieder Drehzeit, muss man einfach sagen, weil man häufig noch für den Hund eine extra Einstellung braucht, aber grundsätzlich hat Carola, die Tiertrainerin, das wirklich ganz toll im Griff und hat ihre Tricks auf Lager und hat ganz tolle Ideen, wie man ihn ganz toll einbinden kann und das kombiniert mit meinen Ideen ergibt dann häufig für mich, ich kann jetzt hier nur für meine Sachen sprechen, ganz gute Momente und der Hund funktioniert natürlich immer. Also das ist so gemein, dass für all die tollen Schauspieler ist, die wir oft haben, aber manchmal, wenn eine Schulklasse vorbeikommt, wenn wir wo drehen, dann fragen die als erstes, wo ist ein Keks? Und dann sind alle anderen 3 oder 4 Hauptdarsteller zuerst mal stehen da und sagen, danke, wir sind auch hier. Aber Hunde funktionieren natürlich sehr gut und der ist auch sehr, sehr gut trainiert und man weiß natürlich auch, wie man ihn aufnehmen muss, damit das funktioniert, was man ihm antrainieren kann. Und wenn man sich gut mit der Hundetrainerin abgesprochen hat, dann funktioniert das eigentlich meistens. Also ohne Probleme, es mit Tieren zu drehen und mit Kindern dauert immer länger. Da muss man jetzt nicht drum herum reden, aber in dem Fall hat Carola das, macht das so toll, das ist nie ein Problem. Oh. Also das ist meistens eher ein Vergnügen. Oh, schön. So, da es jetzt immer kälter wird, machen wir kleine kurze Fragen. Ja, ich sehe schon den Eiszapfen an seiner Nase. Wie gefällt dir denn der neue Drehort? Ne, der alte? Ich meine, wir als Profis, wir können ja darüber sprechen. Wir veröffentlichen ja keine Drehorte. Der alte in Fahrland, das dürfen wir jetzt sagen, war ja ein recht kleiner Drehort, wo ihr wenig Platz hattet. Bis auf den Fluss, der da vor dem Bauwagen oder diesen Abwassergraben oder was auch immer das war. Beim neuen. Ich glaube, ich bin der Einzige, der den alten Drehort lieber mochte, obwohl da weniger Platz war, tatsächlich man nicht so richtig rum konnte und immer aufpassen musste, dass man nicht die anderen Häuser abschoss, was man nicht durfte. Äh,
Eben wegen diesem Wasser und wegen diesem Hang. Das fand ich immer ganz toll, weil man da diese komische Perspektive einnehmen konnte und auch von gegenüber und vom Boot. Und Fritz Fuchs konnte direkt mit dem Boot vom Bauwagen losfahren. Ich mochte das total gerne. Die meisten anderen, oder eigentlich alle anderen außer mir, mögen den neuen viel lieber. Also auch die Kameraleute, zu meinem großen Erstaunen, mögen den neuen lieber, weil sie da mehr Raum und mehr Perspektiven haben. Ich mochte den alten lieber, aber das... Das steht ja auf dem alten steht jetzt ein Riesenhaus drauf, ne? Also, ja, ich war letztes Jahr mal da. Also ich habe gestaunt, dass so ein Klopper auf diesem Grundstück passt. Wahnsinn. Ja. Ne? Was ich interessant fand, war ja, dass der Drehort, also du erwähntest diesen Fluss vor dem, den gab es ja schon länger. Und Zwischenzeit, also war früher mal ein Gebüsch davor, da hat man es erst in den ersten Folgen ja nicht gesehen. Ah. Und irgendwann hat man dann das mit erweitert. Das fand ich eigentlich lustig, was es bei Löwenzahn sonst nicht gibt. Eine Veränderung, die also plötzlich war da ein Fluss. Also, ne? Okay, aber die Veränderung gibt es natürlich sehr häufig. Ja. Also der Gartenzaun vom Nachbar, der steht auch gerne mal da, wo er gerade gebraucht wird. Ja. Das darf man wahrscheinlich gar nicht sagen, sonst mystifiziert man. Naja, mal ist er links, mal ist er auch rechts. Das gab schon mal. Ja. Gut, danke. So, unsere vorletzte Frage. Hast du ein Lieblingsthema, das du mit oder bei Löwenzahn mal umsetzen wollen würdest? Ich würde wahnsinnig gerne Vulkane umsetzen mit Fritz Fuchs, weil ich ein großer Vulkanfan bin und weil ich es liebe, auf Vulkane zu steigen und weil ich natürlich hoffe, dass ich dann selbst mit Guido und dem ganzen Team nach Stromboli eingeflogen werde, beziehungsweise eingeschifft werde und wir auf den Vulkan hochsteigen und eine fantastische Geschichte erzählen. Zum nächsten Jubiläum. Ui. Wenn wir alle noch leben, natürlich. Wäre das doch mal was. Und wir kommen mit und das berichten. ZDF weiß jetzt, dass ich Erster war. Dankeschön. Vulkane, genau. Vulkane. Pam, param, pam, unsere letzte Frage. Und zwar, als Regisseur bist du ja Weltklasse, das wissen wir, ne, oder? Ja, natürlich. Alle applaudieren. Möchtest du auch mal ein Drehbuch für Löwenzahn schreiben? Ehrlich gesagt habe ich mir das schon des Öfteren überlegt, aber stelle es mir zu anstrengend vor und zu schwierig. Ich bin jemand, der wahnsinnig lange braucht, wenn er bei Null anfängt, wenn er selbst was schreibt. Und es fällt mir sehr leicht, wenn ich schon eine Vorlage habe, darauf aufzubauen und auch meiner Meinung nach sehr gute Ideen zu entwickeln. Die Löwenzahn-Drehbücher werden häufig von Autoren unterschätzt, wie mir Autoren und Autorinnen gesagt haben. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern ich habe mit Leuten gesprochen, die es aufgegeben haben oder die irgendwann keine Lust mehr hatten, weil dieses Zusammenspiel zwischen Fiktion, fiktionaler Geschichte und eben diesen Einspielern nicht ohne ist. Und eine runde Geschichte in so kurze Spielzeit zu verpacken, ist echt schwierig. Also Fritz Fuchs hat nicht immer viel Zeit. mir macht es viel mehr Spaß zu drehen. Ja. Und dann kann ich mit dem Buch machen, was ich will. Und der Autor muss gucken, was ich damit gemacht habe. Okay. Das stelle ich mir schlimm vor als Autor, wenn das ist so eine Sache, mit der ich auch schwer nur umgehen konnte, ein Buch zu schreiben und das nicht selbst realisieren zu können. Ja, davon haben wir auch schon gehört, dass es schwierig ist, wenn denn das nicht so umgesetzt war oder anders, als der Autor sich das gedacht hat. Also, ja, naja. Genau, so ist die das zweidimensionalen halt. Filme, die man im Kopf hat, wenn man ein Drehbuch liest, die sind eben sehr unterschiedlich. Ja. Hört sich komisch an. Ist aber so. Ist aber so. Dann danken wir dir ganz herzlich für dieses tolle Interview. Wir hoffen, noch viele Folgen von dir sehen zu können. Und wir schalten natürlich alle wieder ein, wenn es heißt Löwenzahn im ZDF. Dankeschön.